Hallo, ich bin's schon wieder. Ja, zwei in derselben Woche. Ich glaube, ich bin krank oder sowas. Man könnte fast meinen, ich mach's was jetzt regelmäßig. Nur so ganz kurz am Rande. Das Video ist wieder über Thomas. Ich weiß, Thomas geht euch auf die Nerven, mir auch. Aber dieses Video ist was Besonderes. Thomas liest nämlich einen Kommentar von mir vor. Da so ein paar andere unwichtige Sachen, Bibel oder was weiß ich. Aber der Kommentar von mir ist wirklich gut. Also hören wir mal kurz rein. Am siebten Tage, als Gott ziemlich besoffen war, erschuf er den Engel der Dummheit. Da dieser Engel beim Sturz Luzifers auf dem Klo war und sich auch sonst eher durch Nutzlosigkeit hervortat, dachte sich Gott scheiß drauf, schick ich den Sonderschulabbrecher eben zur Erde und so gab Gott ihm einen menschlichen Körper und nannte ihn Thomas. Oder anders gesagt, Thomas ist ein Ex-Pädophiler, homophober Christ, der denkt, dass Logik und selbstständiges Denken böse sind. Ich bin lustig. Ja, für alle, die jetzt wegen den Lachtränen in den Augen nicht so wirklich mitbekommen haben, was passiert ist, weil ich so unheimlich lustig bin. Ich habe Thomas im Grunde doof genannt und das Video, was Thomas jetzt gemacht hat, heißt im Grunde auf seine Art: Ich bin gar nicht doof, du bist doof, weil du schlau bist. Also das heißt, er haut einen Haufen Bibelzitate raus, die lassen wir gleich eben schnell durchlaufen, in denen im Grunde steht, dass die Schlauen eigentlich die Doofen sind, weil die getäuscht werden. Und die Doofen eigentlich die Schlauen sind, weil Gott denen sagt, was sie machen sollen. Und ach, guckt selber. Meine Damen und Herren, Thomas, die schnellste Maus von Mexiko. Aber mal ehrlich, für Thomas ist Jesus die coolste Gottheit. Also der Typ, der sich hat verprügeln und kreuzigen lassen, weil sein Papa es so wollte. Für mich ist eine eigentlich viel coolere Gottheit Odin. Ein Typ, der bereit war, sich ein Auge rauszureißen und sich zu erhängen, nur um mehr Wissen zu finden. Das liegt in meiner persönlichen Philosophie. Selbst wenn ich am Ende falsch liege, ich denke lieber selbstständig und finde selber Sachen raus, als mir irgendetwas vorschreiben zu lassen, weil man vielleicht irgendwo Fehler machen könnte und sowas gruselig ist.